Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei Toys, die wir hier aus den Traumsprüngen uns erspielen können. Und zwar haben wir ja seit Patch 10.1.7 einmal dieses Traumsprung-Event und das switcht ja von Zone zu Zone. Sprich, in einer WoW-ID-Woche von Mittwoch bis einschließlich Dienstag ist es jetzt in der ersten Zone, bei uns jetzt hier in der Küste des Erwachens, und dann switcht eventuell nach ins azurblaue Gebirge, Ebene von Onara oder Taldrassus. Da müsst ihr mal gucken, wo das Symbolchen hier einmal ist. Und ja, in dieser Zone haben wir einen Händler. Und dieser Händler verkauft uns ein paar Sachen. Unter anderem können wir einen Mount holen, auf dem sitze ich ja gerade, das ist der Vogel. Dann gibt es einmal zwei Pets und es gibt zwei Toys. Einmal Traumsprung-Überrest und dann gibt es Freudensprung-Verteidiger. Und die werden wir uns das zweite Mal angucken. Ich habe mir die jetzt schon gekauft mit meinen Twinks, denn die Ressource, die man hier farmen kann, gibt es über verschiedene Sachen. Ich war da mit meinen mehreren Accounts unterwegs, dann konnte ich mir das so ein bisschen schneller erfarmen und mit dem einen das Mount kaufen, mit dem anderen das Pet, mit dem nächsten wiederum die Toys. Deswegen habe ich die jetzt schon gelernt. Und ja, dann kommen wir gleich auf den Punkt, wo können wir das Zeug farmen, also diese Ressource. Hier, ich habe noch ein bisschen was im Inventar. Traumsprung, Vereinigung. Die gibt es aus sehr vielen möglichen Quellen. Unter anderem, wenn ihr die World Quest in der Zone macht, wo der Traumsprung ist, kriegt ihr die Ressource. Mein Addon sagt mir, 10 Stück bekommt man. Ich habe fast gemeint, dass es mehr waren, aber glauben wir dem mal. Dann für jeden Rare, den ihr tötet, gibt es 25. Und zwar diese Rares sind die gleichen, die sonst auch in der Zone sind. Die werden auch angezeigt und haben einen kurzen Killschutz. Also ich glaube so eine halbe Minute, eine Minute haben die so einen Killschutz, wie man es schon aus der verbotenen Insel kennt, und dann sind die so astralgrün, ne? Aber dieselben Mobs droppen halt noch zusätzlich dementsprechend diese Ressource und man hat eine Chance, diese accountgebundenen Items zu kriegen, ne? Die kann man auf den Twink schicken für ein bisschen Ketchup-Gear. Genau. Und ja, dann habt ihr noch ein paar mehr Möglichkeiten, unter anderem sind noch so kleine grüne Orbs überall in der Zone verteilt, da könnt ihr mit dem Drachen rüberfliegen oder durchfliegen, dann kriegt ihr auch die Mats, und dann gibt es jede halbe Stunde hier unten in etwa, das ist auf den Koordinaten 40, 77, spawnt zum Flammenportal und da ist ein kleines Event, kommen erst ein Haufen kleine Mobs, ihr müsst quasi einen Balken auffüllen, man kennt es bei solchen Events, und am Ende kommt ein Boss, den klopft er um und der droppt dementsprechend auch so 30 von dieser Materialie. Genau, das sind so die Wege, wie ihr das farmen könnt. Zusätzlich könnt ihr theoretisch, während der Traumsprung aktiv ist, auch alle anderen Mobs hier umhauen. Die droppen relativ selten, aber sie droppen es auch, dieses Zeug. Wenn ihr viele zusammenpullt und die effektiv killt, dann könnt ihr das darüber auch farmen. Also ihr seid quasi nicht limitiert. Die effizienten Sachen wie die Rares könnt ihr halt nur einmal am Tag machen. Die World Quests sind dann halt biweekly, ne? Und das Event könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Und Mobs könnt ihr auch so oft umkloppen, wie ihr wollt. Aber es kriegt ihr relativ zügig zusammen. Genau. Und wenn ihr dann genug habt, können wir uns die beiden Toys für jeweils 50 kaufen. Und zwar hier am Rubin-Lebensbecken. Wenn da nicht doch so viele Leute stehen würden. Ich versuche jetzt nochmal hier drauf zu klicken. Genau, da haben wir den Kollegen. Und ja, da gibt es dann unter anderem aber auch noch dieses accountweite Gear, was ihr euch kaufen könnt. Das droppt aber auch, wie gesagt, bei dem Portal-Event bzw. auch bei den Rares. Deswegen würde ich da jetzt erstmal Abstand von nehmen und die Collectibles holen. Gut, dann schauen wir uns die beiden Sachen an. Wo haben wir es denn? Einmal hier unter Spielzeuge und dann suchen wir, wie heißt das? Traumsprung Überreste. Und ja, was macht das? Erlebt die Erinnerung an einen Traumsprung. Hat eine halbe Stunde Abklingzeit. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Wir werden es jetzt einfach mal anschauen. Ah, okay. Es wird einfach alles ein bisschen grünlicher. Bleibt sogar auch eine halbe Stunde drauf. Also diese grünliche Farbe können wir durchgehend drauf haben. Ich meine, wenn das Portal aufgeht, dann hat das auch so die Farbe. Machen wir das mal wieder weg. Ah, ups, ich hab das Falsche weggeklickt. Das wollte ich wegklicken. Ah ja, okay. Gut, dann können wir uns als nächstes das andere Toy anschauen. Freundsprung Verteidiger. Und zwar, was macht das? Ruft ein Trio niedriger Freunde aus dem smartgrünen Traum zu euch. Okay, dann schauen wir mal. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwie so Kleintiere, oder? Ach nee, guck mal an. Das ist mal echt süß. Was haben wir denn? Wir haben so ein Entchen. Dann haben wir einen Feendrachen und ja, wie die sich schimpfen, weiß ich immer nicht so genau. Sliverin oder irgendwie, oder Sliverin oder irgendwie so heißen die Viecher. Ich bin mir nicht ganz sicher, da gibt es auch einen Mount von. Aber die sehen echt süß aus. Wie lange bleiben die denn?
Das bleibt auch eine halbe Stunde und hat Abklingzeit eine halbe Stunde. Ja, die machen schon was her, muss ich sagen. Okay, gut, das war's mit dem kleinen Tolgard. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.